Tja, das kann schon mal vorkommen. Man will sich die Haare schneiden, sucht nach der Schere und stellt fest, dass die kleine Schwester damit eine Klebstoffparty gefeiert hat und sie anschließend auf dem Balkon im Regen liegen gelassen hat. Damit braucht man es gar nicht erst zu probieren. Also nix mit Haare schneiden. Aber warum eigentlich? Wann schneidet eine Schere überhaupt? Eine Schere besteht aus drei Teilen, zwei Klingen und einer Schraube. Man braucht nur die drei Teile zusammenschrauben und fertig. Jetzt die Probe. Funktioniert irgendwie nicht. Der Stoff klemmt zwischen den Schneiden fest und die Schere schneidet nicht. Das liegt daran, dass die Kanten der Schere noch nicht geschliffen sind. Und das geschieht noch, bevor sie zusammengeschraubt wird. In der Scherenfabrik. An Schleifsteinen werden die Kanten richtig scharf geschliffen. Wenn man eine Schere in der Mitte durchsägt, kann man die schräge, abgeschliffene Seite gut erkennen. Dabei ist die Schärfe vom Grad des Winkels abhängig. Umso spitzer der Winkel, desto schärfer die Schere. Legt man jetzt die beiden geschliffenen Hälften übereinander, sind die scharfen Kanten an der Innenseite der Schere. Jetzt nur noch die Schraube reindrehen, das macht man hier an dieser Handkurbel. Und dann wieder eine Probe. Aber das klappt immer noch nicht. Die Schere schneidet zwar ganz vorne, aber nicht bis zum Ende. Und deshalb werden beide Scherenhälften mit einem Hammer bogenförmig krumm geschlagen. Das kann man gut sehen, wenn man von der Seite durch eine geschlossene Schere hindurch sieht. In der Mitte ist ein Spalt zu sehen. An der Schraube und an der Spitze liegen die Schneiden aufeinander. Damit die Schere auf der ganzen Länge ihrer Schneiden gleich gut schneidet, muss der Druck auf die Kanten überall gleich stark sein. Das wird durch diesen Bogen erreicht, der die Klingen auf Spannung hält. Jetzt schneidet sie endlich den Stoff bis in die Spitze. Dafür gibt es noch einen Grund. Eine besonders wichtige Stelle an einer Schere ist dieser Hubbel. Ein kleiner, halbmondförmiger Berg. Beim Schließen schiebt sich die rechte Scherenhälfte über diesen Hubbel. Dadurch werden beide Scherenhälften überall fest aufeinander gedrückt. Wieder eine Probe. Jetzt schneidet die Schere bis in die Spitze richtig gut. Fällt die Schere allerdings häufiger auf den Boden, kann es passieren, dass sich die Schneiden verbiegen und nicht mehr richtig schließen. Und wenn man mit einer Haarschneideschere die Klebstofftube aufschneidet, darf man sich nicht wundern, wenn die Schneiden nicht mehr so richtig schneiden wollen. Eine Schere ist also ein Präzisionswerkzeug. Es gibt fast 450 verschiedene Arten, für jeden Zweck eine andere. Es gibt Nagelscheren, Haarscheren, Teppichscheren, Lederscheren, Bastelscheren, Zackenscheren, Beinscheren, oh, Quatsch natürlich, aber es gibt Küchenscheren, Storchenscheren, Knopflochscheren, Geflügelscheren, Blechscheren. Und zum Haare schneiden benutzt man also besser eine Schere, mit der man auch wirklich nur Haare schneidet.